Das ist Marty, ich bin Jako. Und das sind die Was geht ab Flash News. Bei der Krim-Krise gibt es wieder neue Entwicklungen. Zum ersten Mal seit dem Referendum gab es einen Kontakt zwischen Moskau und Kiew. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat mit seinem ukrainischen Kollegen Igor Tenyuk telefoniert. Sie haben Aspekte der Krise in der Ukraine und Maßnahmen zur Entschärfung der Lage auf der Krim besprochen. Das teilte das Ministerium in Moskau mit. Beide wollen den Kontakt fortsetzen. Nach eigenen Angaben überlegt die Regierung der Ukraine, ihre Truppen von der Krim abzuziehen. Außerdem verlässt die Ukraine die Gemeinschaft der unabhängigen Staaten, die von Russland dominiert wird. Russland hatte bereits begonnen, russische Pässe an die Bewohner der Krim zu verteilen. Mit der endgültigen Eingliederung sollen alle Bewohner die russische Staatsbürgerschaft bekommen. Wie aber mit den Leuten verfahren wird, die diese Staatsbürgerschaft nicht wollen, ist noch unklar. Zusätzlich zur Krim-Krise muss die ukrainische Übergangsregierung jetzt auch gegen einen Imageverlust gegenüber dem Westen ankämpfen. Im Internet kursiert ein Video, das zeigt, wie Abgeordnete des ukrainischen Parlaments den Leiter des ukrainischen Staatsfernsehens zum Rücktritt zwingen. Darin ist zu sehen, wie der Leiter Alexander Pantelejmonow von Mitgliedern der rechten Svoboda-Partei immer wieder gewaltsam Richtung Schreibtisch geschubst wird. Sie legen ihm sein Rücktrittsschreiben vor, was er nach einiger Gegenwehr doch unterzeichnet. Grund für den geforderten Rücktritt ist, dass Pantelejmonow Putins Rede am Dienstag sowie die darauffolgende Vertragsunterzeichnung übertragen hat. Außerdem soll er schon vorher pro-russisch berichtet haben. Übrigens gab es nicht nur auf der Krim ein Referendum. Auch die Region Venetien mit den Städten Venedig, Padua und Verona stimmt zurzeit über ihre Unabhängigkeit vom Rest Italiens ab. Damit verbunden wäre auch ein Austritt aus der NATO und der EU. Bis Sonntag können die Bewohner entscheiden, ob sie den kleinen Staat Venetien nun wollen oder nicht. Allerdings geht es hierbei viel mehr um eine Frage der Selbstbestimmung als der tatsächlichen Loslösung von Italien. Der Initiator der Referendumskampagne Gianluca Bussato erklärt, wir zahlen Rom 70 Milliarden Euro Steuern. 9 Milliarden sind allein die Zinsen, die wir für die gewaltige Verschuldung Italiens zurückzahlen müssen. Die Selbstbestimmung würde uns erlauben, dieses Geld auf lokaler Ebene zu verwalten. Doch ob es so weit kommt, ist fraglich, denn so einem von Privatpersonen initiierten Referendum müsste Rom erstmal zustimmen. Am 30. Juni wird die Bundesregierung die Hauptstelle für Befragungswesen, kurz HBW, auflösen. Die war bisher dafür zuständig, Flüchtlinge aus Krisengebieten kurz nach ihrer Ankunft zu befragen. Das geschah angeblich durch BND-Mitarbeiter, wie der NDR und die SZ Ende letzten Jahres berichteten. Die Flüchtlinge wurden teilweise in den Erstaufnahmeeinrichtungen, manchmal aber auch in extra angemieteten neutralen Büros oder Cafés befragt. Besonders interessiert war man an Informationen über islamistische Terrorgruppen, über militärische Ziele oder Paläste von Staatsführern. Die Infos wurden wegen einer Kooperation des BND an die USA und Großbritannien weitergegeben. Dort flossen sie direkt in die Zielfindung für US-Drohnenangriffe mit ein. Befragt wurden in letzter Zeit vor allem Personen aus Afghanistan, Somalia, dem Irak und Syrien. Über 100 intensive Gespräche führten die BND-Agenten im Jahr. Aus Effizienzgründen wurde entschlossen, das HBW zu schließen. Der BND soll Informationen aus Krisenregionen zukünftig vor Ort beschaffen. Libyen hat sich mit einem Hilferuf an die Vereinten Nationen gewandt. Die Übergangsregierung bat um Unterstützung beim Kampf gegen die Aufständischen. In den letzten Monaten hatten Rebellen immer wieder große Ölhäfen unter ihre Kontrolle gebracht. Zudem häuften sich in den vergangenen Wochen Bombenanschläge sowie Kämpfe zwischen regierungstreuen Kräften und Rebellenmilizen. Fast 3 Jahre nach dem Sturz von Muammar Gaddafi fällt es der Übergangsregierung immer noch sehr schwer, das Land zu stabilisieren. Wie genau jetzt die Unterstützung der UNO aussehen soll, hat die Regierung noch nicht erklärt. Seit Dienstagabend halten Studenten das Parlament in Taipeh in Taiwan besetzt, um gegen ein Investitionsabkommen mit Peking zu demonstrieren. Dieses Abkommen sieht vor, dass chinesische Unternehmen in gewisse Branchen in Taiwan investieren dürfen. Umgekehrt können auch taiwanische Unternehmen in 80 verschiedenen chinesischen Dienstleistungsbranchen aktiv werden. Kritiker befürchten, dass dieses Dienstleistungsabkommen Nachteile für lokale taiwanische Unternehmen und Arbeitnehmer bringt. Diese könnten nur sehr schwer mit den Festlandchinesen konkurrieren. Außerdem würde sich Taiwan so wieder enger an Festlandchina binden. Taiwan ist seit 1949 vom chinesischen Festland politisch getrennt. Die Regierung in Taipeh wird aber nur von wenigen Staaten diplomatisch anerkannt. Was denkt ihr über das Referendum von Venetien? Haltet ihr es für sinnvoll, Flüchtlinge aus Krisenländern gezielt zu befragen? Und wie glaubt ihr, wird die UNO auf den Hilferuf von Libyen reagieren? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Comments. Neben Marty gibt es jetzt noch 2 weitere Videos. Unter mir könnt ihr abonnieren. Unter mir gibt es Texcalibur zum Drücken, Klicken und Gucken. Und in der Videobeschreibung die Social Media Dingstars. Das waren die Was geht ab Flash News. Und wir gehen jetzt angeln oder so.